Matata, meine lieben Freunde, und seid herzlich willkommen. Heute werde ich für den lieben Deko, der nämlich heute Geburtstag hat, einen Kuchen machen. Ein Fleischkuchen. Es wird vielleicht sogar eine Fleischtorte. Und ich habe heute einen Assistenten dabei. Alleine wäre das alles ein bisschen schwierig, da habe ich den Kev mit dabei. Hallo! Es soll auch richtig schön gewaltig sein. Deko mag ja gar kein Gemüse und deswegen haben wir ordentlich Fleisch. Wir haben erstmal ein Kilo. Ein Kilo Hack. Schinkenwürfel ist dann sozusagen die Rosine in den Kuchen. Und Bacon. Ich versuche später nochmal aus dem Bacon so eine kleine Herzform zu machen. Da versuche ich den dann reinzudrücken. Liebe. Und natürlich versuche ich dann auch noch aus diesem Bacon, wird ja 28, dann versuche ich daraus noch eine 28 zu basteln. Gut, das wird knifflig. Das wird richtig knifflig und wir dürfen, das ist nämlich das Problem, wir dürfen nicht irgendwie so einen Hefeteig machen. Ich habe auch nämlich gar keine Ahnung von Teig. Meine Freundin meinte nur, benutze ja keinen Hefeteig, und ich dachte mir, damit das alles ein bisschen spaßiger wird, machen wir das heute alles ohne Rezept und das Ganze. Und Lawrence muss probieren. Lawrence muss probieren, wir probieren natürlich auch. Und dieser ganze Fleischwahnsinn muss hier reinpassen. Und das sieht ja nicht sonderlich groß aus. Im Notfall quetschen wir da ordentlich. Marvin, ich habe eine Idee. Ja, erzähl. Nimm mal bitte kurz die beiden Packungen Hackfleisch. Stell sie einfach nur mal da rein. Dieses Ding wird so hoch sein. Ich meine, klar, man kann auch ein bisschen drücken, aber das muss alles da rein. So, aber fertig. Da fehlt ja noch was. Ein wenig Gemüse muss ja doch rein. Und eine Sache mag Laura und so, das sind Zwiebeln. Deswegen Zwiebeln haben wir noch ganz vergessen. Knoblauch? Ach, Knoblauch braucht der Junge nicht. Nicht zu viel Grünes. So, eine Zwiebel kommt auch noch rein. Dann sieht das noch alles monströser aus. Bon Appetit. So, und ich habe schon einen Auftrag an dich, Kev. Du wirst jetzt die Zwiebel schneiden. Keine Problem. Wird nichts von der Zwiebel verschwendet. Ganz wenig Haut drunter. Das machst du öfter, oder? Mach ich öfter. Und Zwiebeln sind gesund. Oh, ich liebe auch Zwiebeln. Zwiebeln sind geil. Tada! So, Zwiebeln sind gemacht. Die müssen jetzt zusammen mit dem Hackfleisch in der Pfanne angebraten werden. Und ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt mal um den Teig. Und das wird richtig YOLO. Ich soll braten, oder was? Du sollst braten. Yeah! Bratmeister! Wo ist das Backpulver? Er kann es nicht finden. Das ganze Unternehmen droht zu scheitern. Oh! Er hat es. Zwiebeln rein. Alter, das wäre geil. Wir müssen mal so, ich weiß nicht, es war noch immer schwebend, da dieses... Ja, wie hieß der nochmal, dieser... Ich weiß es leider auch nicht. Swedish Mealtime. Ja, genau, wie sowas. Ja, so geil. So, hier kommt schon mal ein bisschen Öl rein. Ich dachte, jetzt, das machst du den Teig. Ja, ich mache jetzt den Teig. Ich wollte das nur mal ein bisschen vorbereiten, damit das schon mal heißer wird. Wir brauchen jetzt eine Form, wo wir den Teig reinkneten können. Und leider ist unser Haushalt jetzt nicht der beste. Also, was muss rein? Es muss auf jeden Fall Öl rein, es muss Backpulver rein, es muss Mehl rein. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal frei Schnauze. Eier müssen auch rein. Eier müssen bestimmt auch rein. So, dann fangen wir mal an hier, ne? Einfach mal hier drin. Ja. Wir machen das alles frei Schnauze hier. Jetzt kommt noch ein bisschen. Guck mal, ich krieg das nicht mehr auf. Ne? Da machen wir männermäßig das mit dem Messer. So. Jetzt nehmen wir eine Handvoll Quark. Ist das, warte mal, wie steht das wirklich in einem Rezept? Eine Handvoll Quark. So, da kommt ein bisschen Quark rein. Noch ein bisschen mehr. So. Hände waschen nicht vergessen danach. Also, bislang sieht der Teig so aus. Zwei Hände voll Quark und eine Schippe voll Mehl. Ist das richtig, Chefkoch? Ich hoffe. Wir werden es ja danach sehen. So, ich würde sagen, da fehlt auch noch ein bisschen Mehl, oder? Das war jetzt Nein. Jetzt fehlt noch Öl. Es ist ja ein Öl, was war denn das? Ein Ölquarkteig. Deswegen muss auch ordentlich Öl rein. Ja, das heißt, warte, da ich... 3, 4, 5, 6, 7, 8. War das gut? Ich glaube schon, weil die Logik ist ja dahinter. Wow! Es heißt ja Ölquarkteig. Das heißt, es muss ja mehr Quark und mehr Öl als Mehl drin sein. Sonst würde es ja Mehlquarkteig heißen. Hast du recht. Wie viele Eier? Nehmen wir mal 2, oder? Nehmen wir 2, das passt, glaube ich. So, das kennen wir. Und dieser Teig soll fest werden. Hoffentlich. Also, was brauchen wir noch? Backpulver, genau. Backpulver jetzt ein bisschen. Ein halbes, oder? Eigentlich nimmt man ja einen Teelöffel oder so. Eigentlich. Passt das? Ja. Junge, ein Teelöffel! Das passt.
So, jetzt müssen wir, glaube ich, alles hier gut verrühren, aber ein bisschen Salz muss ja auch noch rein. Marvin, du kochst gerne, oder? Ich koche jeden Tag. Kochst du auch gerne für deine Freundin? Ja, natürlich. Hat deine Freundin Durchfall? Noch nicht. Noch nicht. Wir haben kein Salz. Kochen ohne Salz. Mabossas Küche. Die nächste kritische Situation. Es gibt kein Salz. Doch, er hat doch Salz gefunden. Oh mein Gott, wird Marvin sich schneiden? Das ist nicht richtig, was er sich macht. Live-Action-Camera. Ah! Ah! Hat er sich geschnitten? Was ist passiert? Oh, Magie. Alter, so schlecht. Ist das? Junge, wir könnten den Prank-Bro-Kanal aufmachen. Genauso ist das hier. Das gute Meersalz. Ich würde sagen... Wir salzen auch noch das Fleisch. Muss man natürlich vorher aufmachen. Clever. Passt. So. Jetzt rühr den Kollegen durch. Ich hoffe, das wird was. Ja, wenn es zu fest wird, dann machen wir noch ein Ei rein. Oder so. Und wenn es zu... Oder so. Wasser soll da nicht rein. Keine Ahnung! Eigentlich kann man Wasser in Teig immer auch gut reinmachen. Okay, wir schauen erstmal, was bei rauskommt. Mh, das sieht lecker aus. By the way, das Rezept... Du sagst Stopp, ne? Stopp! Achso. Das Rezept werdet ihr nicht in der Beschreibung finden. Marvin Macaroni machen eine leckere Pizza! Machen eine Pizza, Pizza pronto! Pizza, Pizza! Pizza, Pizza pronto! Wie geht der Tanz? Pizza, Pizza pronto! Pizza, Pizza pronto! Das ist ein richtiges Bewerbungsvideo! So! Stellen Sie Marvin an! Der bringt Qualität in Ihren italienischen Gourmetbetrieb! Also wenn diese Fleischtorte was wird, also wir wissen ja noch nicht, ob es eine Torte oder ein Kuchen wird. Also eine Torte, würde ich sagen, wäre es dann, wenn es mehrere Etagen hätte. Und Kuchen ist ja, wenn es eben... Nur eine Etage. Aber es wird ja mehrere Etagen geben. Ja, ich hoffe, ne? Ich hoffe. Wir haben ja einen, guck mal. Aber der ist, den musst du noch deutlich, ja. Dass er... Guck mal jetzt, das Verhältnis schon. Leg mal den Teig rein. Leg mal den Teig in die Form. Fertig. Fertig. Ne, ich muss den wirklich noch besser kneten, aber ich würde sagen, der sieht schon sonst ganz gut aus. Das Gute ist, wenn es kein Hefeteig ist, dann muss er auch nicht ziehen, ne? Das ist gut. Geht schneller. Aber knete den noch durch, da sind ja noch so gelbe Stellen. Ja, die müssen da sein. Wenn ihr es zu Hause selber macht, das müssten auch gelbe Stellen vorhanden sein. Ich würde sagen, ich knete jetzt noch ein bisschen durch und du, Karen, machst jetzt mal schon das Hack fertig mit den Zwiebeln zusammen. Und wenn du Bock hast, kannst du auch noch direkt ein paar Schinkenwürfel reinhauen. Kochen zu zweit ist auch viel angenehmer. Es macht auch Spaß. Ja, man macht so viele dann. Faxen. Wollen wir so eine Kochshow einfach aufnehmen? Wir machen jede Woche was anderes. Fertig. So, fertig. Das hauen wir jetzt in die Kuchenform. Alter. Nicht wenig, Alter. Ich weiß nicht, wie das da reinpassen soll. Wir müssten vielleicht so Backpapier drumherum machen, dass man das so stapeln kann, weißt du? Ja, wir müssen uns da nochmal was ausdenken. Warte, wir brauchen noch Gewürze. Gewürze! An Salz darf's nicht fehlen. Kräfte, Baharati, Hackfleisch, Gewürzzubereitung. Geil! Richtig geiles Gewürz. Mhm. Ich feier auch Köfte, ich war gestern erst Köfte essen. Ja, Köfte ist auch so lecker. So, Backpapier, wir haben jetzt erstmal nur die Hälfte genommen von dem Teig. Haben jetzt hier ausliegen. So, klatschen wir nochmal ein bisschen drauf und dann nehmen wir einfach eine runde Flasche. Ich habe hier eine geile Rotweinflasche. Die benutze ich auch immer als Nudelholz, sieht auch schon richtig dreckig aus. Und dann wird es schön ausgerollt. Und dann könnten wir ja schon glatt die Kuchenform als Stanzmittel benutzen, damit wir dann genau die Größe haben, um das nochmal fertig zu machen, ne? Um mehrere Etagen zu machen. Kraft ist immer gut beim Kochen. So ein bisschen Kraft, ein bisschen Gewalt, das hat immer geholfen bisher. Alter, wir sind ja echt Kochprofis. Wow, das sieht fantastisch aus. Selten sowas Gutes gesehen. Bist du jetzt Gillette Abdi? Ich bin Frank Rosin, Alter. Kriegst du den jetzt da rein, ist die Frage. Ja, mal leg ich so rein. Das an. Kein Problem. Alter! Hier wird noch die Ränder platt gedrückt, wie ein richtiger Kuchen. Achso, nein, wir müssen noch mal raushauen. Nein, hast du Öl vergessen? Wir müssen die Schale noch richtig fett einölen. Kriegst du den Scheiß da noch raus? Ist kein Problem! Ja. Der Chefkoch hat dann alles gedacht! Da gibt's auch wieder so einen Spruch, oder? Spülmittel spaltet die Fette oder Fette die Spalte? Mhm. Und Öl in der Kimme soll angenehm sein.
Nimmt man nicht eigentlich Butter? Du musst eine Frage stellen, ich bitte dich. Wir sind Kochprofis. Wenn wir sagen, da kommt Öl rein, dann kommt da Öl rein. So, wunderbar. Guck mal, die war schön sauber, die Form. Ja, super. Das schmeckt so. Lecker schmeckt. So mögen wir das halt auch. Ja, dann hauen wir rein da die Lunte. Klatsch. Guck mal, da wird hier noch schön der Rand rangedrückt. Hopp, 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 hopp. Was ist eigentlich mit dem Fleisch? Das ist schon verbrannt, glaube ich. Da muss auch Tomatenmark rein. Ich fülle mal ein bisschen was rein, ja? Marvin, Lawrence Mark ist gut durch. Oh, guck mal, wie schön saftig das ist. Reicht das? Einen kleinen Schuss kannst du noch. Ja, lass das mal durchrühren. Guck mal. Das Ding ist, man macht ja alles gleichzeitig. Das ist kein Problem. Das sieht jetzt nicht unbedingt gekonnt aus. Obwohl doch, wir stellen uns nicht in Frage. Das sieht super aus. Happy Birthday. Fail. Digga, ist das nicht, das wir machen. Nimm mal. So, Mavi macht das jetzt be... Wow. Hast du aber gut von mir abgeguckt, die Technik. Ich habe einfach meine Technik gemacht und dann ging es plötzlich. Schön über den Rand noch. Der ist schön hochgestapelt werden kann. Alter, das sieht richtig geil aus. Und jetzt nehmen wir Hack. Und hauen noch mal ein bisschen was rein, ne? Hier. Das ist viel zu viel, wir müssen richtig pressen. Ja, deswegen wollte ich ja hochstapeln. Alter, wir müssen richtig hart pressen. Warte mal. Ich muss jetzt noch mal ein anderes Werkzeug holen. Ein bisschen das Fleisch da richtig rein. Nee, mach ich noch mehr Fleisch, dann kannst du besser pressen. Ich habe hier noch so ein Gerät, das gibt es nur bei Männern. Das ist nicht abgebrochen, das benutzt man, um den Fleischinhalt da reinzudrücken. Müsstet ihr euch dann auch noch kaufen. Gibt's das im Loser Merch Store? Noch nicht, demnächst. Ja komm mal, kipp einfach rüber. Das ist noch ganz viel Flüssigkeit, dann wird das nicht. Ja, sonst wird der Teig zu trocken. Alter, geil. Guckt euch das an, ein Traum. Nichts verschwenden. Natürlich nicht. So. Guck mal, das passt wunderbar. Kev hat eine gute Idee gehabt. Ganz oben garnieren wir das Hackfleisch jetzt mit Speck. Brauchen wir nicht vorher in der Pfanne braten, wird dann ja nochmal in den Backofen geschoben. Ich war da anderer Meinung, aber Marvin wollte das so. Das wird schon. Das sieht schon richtig pervers aus. Ach, was soll's, ist ja Lawrence Geburtstag hier, ja, ne? Geburtstag, Geburtstag und Lawrence Markfleisch. Jetzt nehmen wir hier die zweite Schablone, umschließen damit hier den Rand. Wow. Hier, komm mal hier ran, komm mal hier ran. Das ist Perfektion hier. Wir haben ja noch ein paar Reste, da muss ja noch ein bisschen Soße mit drauf, ein bisschen Fett. Digga, nenn mich Koch oder was? Wer ist Herr Koch? Oder was? Oder was? Alter, wie es hier einfach alles runterläuft. So, die Küche werde ich danach nicht sauber machen. Danke, Kev, dass du dich freiwillig gemeldet hast, die Küche sauber zu machen. Bin gleich weg. Den Bacon einfach so da reinstopfen in so eine Herzform, oder? Nee, ich hab ihn so rumgelegt. Ach so! Außen, oder? Alter, das ist eine richtig geile Idee. Ja, das war natürlich so geplant. Meisterkoch schon wieder hier, das ist das Team. Bujaka! Also, wir haben jetzt natürlich uns vorher Gedanken gemacht. Das war jetzt keine spontane Idee. Marvin, das ist Lawrence der Markfleisch, leg das drüber. Warte. Also wir kleiden jetzt hier die Oberseite vollkommen aus mit Bacon. Die Frage ist nur, wird das dann verbrennen? Nö, ne? Ach, Marvin. Nein. Und wir werden jetzt hier alles mit Bacon einkleiden. Und in die Mitte kommen dann Baconwürfel, sodass das hier alles dann auch noch von außen richtig schön ausschaut. Oh, das sieht doch richtig geil aus, oder? Und ja. Jetzt in die Mitte ins Herz. Ich glaube, die Kuchenform kann danach meine Freundin wegschmeißen. Nein. Man wird ja das Herz später sehen. Hoffentlich. Soll ich das einfach mit der Form da reintun? Natürlich. Nein. Metall verbrennt nicht. So. Ist das jetzt wirklich eine Herzform? Ja. Ja, so halb. An der Seite ist das Herz weggebrochen, aber es ist ein Herz. Ja, perfekt. Ab in den Ofen. Mal ist es fertig. Ab in den Ofen. Ja, ganz nach unten natürlich. Ne? Obwohl, nee, wir brauchen mehr Hitze. Direkt in die Mitte, da muss es brennen. In die Mitte, da muss es brennen. Alter. Alter, fantastisch, Leute. Ein Traum im Ofen. Ganz ehrlich, wer das zum Geburtstag kriegt, der weint vor Glück, oder Marvin? Also, wenn er genauso schmeckt, wie er aussieht, dann wird das perfekt, wirklich. Der beste Kuchen, den Lawrence jemals gegessen hat. Ich muss auch sagen, wir sind so geniale Köche, dass die Küche selbst nach dem Kochen ganz ehrlich? Und nach dem Backen perfekt ausschaut. Happy Birthday! Die Küche sieht echt top aus, Alter. Davor war sie top aufgeräumt, keine Gläser kaputt. Also ich würde sagen,
20 Minuten, was würdest du sagen, Koch Nummer 2? Ach, das riecht man. Wir setzen uns jetzt vor den Fernseher und dann riecht man das, wenn der Fleischduft einem in die Nase steigt. Ich würde sagen, wir warten jetzt nochmal 20 Minuten ab und dann schauen wir nochmal rein, ob das Ding dann schon fertig ist. Eine Minute später sieht die Küche wieder top aus. Wirklich, 1A, und ich dachte mir gerade noch, das macht man hier bei Auflauf auch so, dass der Käse nicht so schnell verbrennt, dass man Alufolie darüber spannt. Guck mal, wie geil das aussieht. Jetzt schon, das wird, sag ich dir. Ein bisschen drüber machen. So, 1A, ja. Muss eben Profikoch sein, dann kann man das abschätzen. So, jetzt nochmal 15, 20 Minuten warten. Dann werde ich aber alleine den Kuchen oder auch Torte, wie auch man immer das nennen kann, ihr könnt ihr mal Namen dafür in die Kommentare reinschreiben, werde ich alleine übergeben an Lawrence. Der Kev muss leider weg. Ich danke dir für deine Hilfe. Auf den leckeren Kuchen. Auf den Kuchen auf Lawrence. Goll. Es sieht aus wie ein Traum, ganz ehrlich. Es sieht aus wie ein Traum, aber schaut mal, wie viel Flüssigkeit. Kein Problem, das Öl schwimmt oben. Alter, das ist viel. Guck mal, es läuft immer noch ab. Ja, guck mal, wunderbar. Aber dafür haben wir extra hier diesen Auffangbehälter genommen. Kann das Öl abfließen. Wunderbar. Guck mal, das sieht so geil aus, wie eine Blume. Das sieht aus wie eine Rose, ne? Ja, Hammer. Was geil so? Gemacht. Ein bisschen muss noch. Ja, klar, ein klein bisschen. Ich würde sagen, jetzt hauen wir noch mal ein bisschen hoch auf 220, damit das mal richtig hier durchbrät. So, Leute, Stunde der Wahrheit. Ich habe echt Angst davor, den rauszuholen. That's what he said. Leute, er steht eiskalt. Seht euch dieses Prachtstück an. Das Herz kann man nicht mehr so wirklich erkennen, aber wow. Wow, sieht das Ding geil aus. Da ist das gute Ding. Danke nochmal an Kev. Mit dem habe ich das ja zusammen gemacht. Und jetzt werden wir mal rübergehen zu Laurenz, der gerade im Stream ist, und werden ihm diesen grandiosen Fleischkuchen überreichen. Wirklich eigentlich eher... Nicht so. Mal sehen. Was passiert hier? Wo schaffst du das? Was passiert hier? Ich muss Platz machen. Wow! Alter! Alter! Was habt ihr denn da gebacken? Alter, das ist ja ein Kuchen für mich. Das ist eiskalt eine Fleischtorte. Oh, Digga, hast du dir eiskalt im Internet eine Fleischtorte gemacht? Nein, wir haben die Selfmade gemacht. Ihr habt die Selfmade gemacht? Ein Kilo Hackfleisch ist da drin. Alter, ein Kilo Hackfleisch. Bacon, Schinkenwürfel. Kann ich das Ding aufmachen? Alter, füll mal hier rein. Und noch Bacon oben drauf. Da ist Alter. Eiskalt alles zugeknallt. So, wie gesagt, Lawrence ist gerade im Stream. Im Livestream, Muchachos, am Start. Hallo. Ich dachte mir, dieses Video können wir nicht beenden, bevor wir den Kuchen nicht wenigstens mal probiert haben. Deswegen schneiden wir das gute Stück jetzt gleich mal an. Wir haben gerade eine richtig krasse Level Asian gespielt. Ein Barty-Parcours war hardcore anstrengend. Ich bin jetzt schon durch. Deko ist oben noch im Stream. Und jetzt werden wir Ihnen gleich mal ein Stück von diesem leckeren Kuchen servieren. Lief jetzt nicht ganz so nach Plan, das habe ich da rausgeschnitten und so liegt es jetzt auf dem Teller. Das werden wir jetzt so mal Lawrence geben und jetzt kommt der Geschmackstest. Ich will natürlich auch noch mal kurz probieren. Ich klaue mir mal kurz was von Lawrence. Alter, gerade pur Hack, einfach nur ohne Boden, ohne alles, einfach nur Hackfleisch. Aber das Hackfleisch ist uns gut gelungen, das muss man einfach sagen. Und jetzt darf der Deko auch mal probieren. Hakuna Matata, und er hat es sogar schon fast geschafft. Das heißt fast, ich weiß nicht, wie es kommt. Kuchen! Kuchen! Es sieht aus wie ein Katzenkuchen, also ich habe es leider nicht besser hinbekommen. Wir zeigen es einmal im Livestream. Das ist mein Geburtstagskuchen, Muchachos! Es ist auch ein Quarkteig. Das heißt, der dürfte auch für deine Ernährung ganz geil sein. Oh. Geil! Ich habe bisher immer ganz kurz das Hackfleisch nur probiert. Das Hack ist eben Hack, ne, aber... Alter, schmeckt geil! Digga, schmeckt echt besser als ich dachte. Wenn Kev und Marvin kochen, denke ich mir, er möchte sein so. Na, ach, das wird. Aber. Es war profimäßig, muss ich sagen. Digga, ich dachte zuerst, vom Kuchen bleibt was übrig, aber ich glaube nicht. Okay. Geiler Kuchen, Muchachos! Hattet ihr schon mal einen Geburtstagsfleischkuchen? Wenn nicht, sagt eurer Mutter Bescheid oder euren Kumpels. Ist eine geile Idee. Hat also doch alles super funktioniert, hat mir super viel Spaß gemacht. Und es freut mich, dass es sogar noch geschmeckt hat, ja? Das ist ja die Hauptsache, es sah jetzt am Ende nicht mehr so appetitlich aus, aber es mundet wirklich sehr gut laut Deko. Ich werde mir später auch nochmal einen Teller holen. Muchachos, habt noch einen schönen Tag, bis dann, reingehauen!